Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um 10 Düfte, die besser sind als dein aktuelles Lieblingsparfüm. Und ich möchte dir heute in diesem Video einfach mal 10 Alternativen vorstellen zu den beliebtesten Düften meiner Community, denn ich habe euch genau das letztes Wochenende auf Instagram gefragt und die Top 10 Düfte, die ihr mir genannt habt, die möchte ich jetzt heute einfach gerne mal mit frischen Alternativen versorgen, damit ihr auch vielleicht ein bisschen was Neues entdeckt und Düfte entdeckt, die vielleicht viel schöner sind als das, was ihr gerade tragt. Aber zunächst mal natürlich der Hinweis, ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Und tatsächlich ist es immer noch so, dass der Großteil der Leute, nämlich ich glaube über 60%, die diese Videos gucken, nicht abonniert haben. Meine Güte, also jetzt bitte direkt mal unter dem Video auf den Button gehen und dort abonnieren. Ich freue mich sehr über jeden, der mit dabei ist. Und wir fangen auch direkt an mit einem der beliebtesten Düfte, die es überhaupt gibt. Und das ist der Kirke von Tiziana Terenzi. Ein sehr, sehr cooler Duft. Ich werde tatsächlich in einigen Wochen mit den Terenzis zu Abend essen und da die auch mal persönlich kennenlernen, wo ich mich schon sehr darauf freue. Und Kirke ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Düfte, wenn nicht sogar überhaupt der beliebteste Duft aus dem Hause Tiziana Terenzi. Viele kennen ihn, weil auch einige Fußballer ihn scheinbar promoted haben mal in der Vergangenheit. Und es ist natürlich außerdem einer der leckersten DNAs, die man so kennt, mit einer sehr, sehr schönen fruchtigen, was, Birne oder Ananas? Ich glaube, es war Ananas tatsächlich, aber korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Und die Alternative, die ich dir hier gerne präsentieren möchte, ist dann der Dahab von Kajal. Das ist ein Duft, den ich vor einer ganzen Weile schon mal vorgestellt habe, denn ich habe das Haus letztes Jahr in Florenz auf einer anderen Messe kennengelernt und da auch mit dem Gründer gesprochen und habe inzwischen auch wirklich sehr, sehr viele Düfte von denen getestet. Ich glaube, ich habe fast alle getestet, bis auf die weiblichen Düfte von denen. Und Dahab ist ein wunderschöner Duft mit Passionsfrucht, ja, was ziemlich außergewöhnlich ist und eine sehr schön fruchtige, leicht säuerliche Note ergibt. Der Duft hat außerdem eine wunderbar schöne, dunkle Zedernholzbasis. Das ist eben ein super orientalischer Duft und ist natürlich auch von dem absoluten Meister schlechthin gemacht, nämlich von Christian Carbonell, der viele Düfte für das Haus gemacht hat. Und ja, deshalb Dahab für mich schon mal eine sehr, sehr gute Alternative zu dem sehr, sehr fruchtigen Kirke. Dann ein Duft, den ihr mir als nächstes sehr häufig genannt habt, ist natürlich der Naxos von Xerjoff. Und da möchte ich euch gerne ein paar Alternativen nennen, wenn ihr euch das entsprechende Video dazu anguckt. Ich habe nämlich schon mal ein Video über dieses Thema gedreht, verlinke ich hier oben auf dem i. Aber meine persönliche Lieblingsalternative ist natürlich der Anniversary von Pharmacia SS Annunciata 1561 und ich denke, die meisten von euch werden diesen Duft tatsächlich schon kennen, weil er tatsächlich zu einem der Topseller gehört von dieser Marke und ja, ich finde ihn absolut grandios. Es ist ein super schöner, fruchtigerer Naxos, würde ich sagen. Also der hat mehr fruchtige Noten, der hat auch ein bisschen was Orientalisches mit, ich glaube, Zimt und Sandelholz ist hier drin, genau. Und außerdem eben diese wunderschöne Tabak- Vanille-Kombination, die ihr von Naxos wahrscheinlich schon kennt. Und deshalb, ja, wenn ihr diesen Duft einmal testen möchtet, macht das bitte gerne. Ist, finde ich, eine der besten Alternativen, die man sich holen kann. Und damit sind wir dann eben auch mit Naxos an der Stelle schon mal durch. Der dritte Duft, den ihr mir dann genannt habt, ist der Bleu von Chanel. Den tragen scheinbar noch sehr, sehr viele von euch in der Eau de Toilette-Variante oder in der Eau de Parfum-Variante. Hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass den doch noch so viele Leute heutzutage tragen. Und wir wissen, denke ich, auch alle, wie meine Alternativen dazu aussehen. Denn auf der einen Seite haben wir hier natürlich den Oceania von Tiziana Terenzi bzw. von Giardino Benessere, den ich persönlich sehr, sehr schön finde und auch schon etliche Male in den Videos gezeigt habe. Ist, glaube ich, auch seitdem auf Parfumo ein bisschen besser bewertet, was mich persönlich sehr freut. Auf der anderen Seite würde ich aber einfach, um auch so ein bisschen die Neutralität hier zu gewährleisten, zum Beispiel einen der etlichen Acqua di Parma Düfte nehmen. Ja? Denn was Bleu von Chanel ja eigentlich ist, ist ein zitrischer, holziger Duft und ich finde, dass diese ganzen Colognes von Acqua di Parma das Ganze sehr, sehr gut umsetzen. Wenn ihr aber wirklich eine sehr ähnliche Variante haben wollt, dann würde ich sagen, Giardino Benessere Oceania auf jeden Fall mal auschecken. Ist quasi so die Nischenvariante von Bleu von Chanel. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Dann als nächstes gehen wir in eine etwas andere Richtung und da habt ihr mir den Straight to Heaven von Kilian genannt. Ein wirklich fantastischer Duft und wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, Kilian macht sehr, sehr viele sehr schöne alkoholische Düfte. Ja? Alkoholische Noten und so dieses Tabakähnliche. Das kann Kilian auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und trotzdem möchte ich euch gerne noch eine Alternative zu dem Straight to Heaven nennen. Und das ist für mich persönlich der Ossa von Tiziana Terenzi. Ein Duft, den ich immer mal wieder besessen und dann wieder nicht besessen habe. Und dann kam er wieder zurück zu mir. Und es ist wirklich ein ganz, ganz fantastischer Rum, glaube ich, zumindest alkoholischer Vetiver-Duft. Ja, das heißt, du hast wirklich diese schöne, rauchige, dunkle Vetiver- oder Patchouli-ähnliche Basis, die hier mit drin ist. Also etwas
was sehr, sehr Dunkles, Kühlendes, was damit drin ist und das eben kombiniert mit alkoholischen Noten, mit so einer leichten Süße auch und sehr, sehr vielen Gewürzen, macht Ursa für mich zu einem der schönsten Düfte von Tiziana Terenzi überhaupt, wie ihr auch anhand meiner Top 10 Liste zu Terenzi feststellen könnt, was ich euch auch gerne oben auf dem i dann an dieser Stelle mal verlinke. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Straight to Heaven nochmal deutlich süßer ist und deutlich mehr in so eine gourmandige Richtung geht, also hat viel mehr von dieser Vanille und von diesen süßen, weichen, runden Noten, während Ursa deutlich dunkler ist und viel mehr auf den Gewürzen liegt, aber wie ich persönlich finde, einfach auch eine sehr, sehr schöne Alternative, wenn man sich eine etwas würzigere Alternative dazu wünscht. Als nächsten habt ihr mir den Le Male Le Parfum genannt und das ist scheinbar ein sehr, sehr, sehr beliebter Duft, wie ich finde, absolut zu Recht, denn es ist einer der besten Düfte von Jean-Paul Gaultier und definitiv für mich persönlich der beste aus der Le Male-Reihe. Und da muss ich persönlich einfach die deutlich, deutlich günstigere Alternative Daresh Porom von Razazi nehmen. Ein Duft, den ich hier schon mal auf dem Channel vorgestellt habe in 5 günstige Düfte unter 100 Euro Video. Und das Witzige ist, ich habe so lange überlegt, was soll ich für einen Duft nehmen, ja, aber es ist einfach keine Alternative zu diesem günstigen Alleskönner fürs Büro, wie ich ihn persönlich nenne. Und deshalb, falls ihr einen sehr günstigen Duft sucht, ich glaube, der liegt so um die 30 Euro, der den Le Male Le Parfum ein bisschen imitiert, ohne dass er wirklich in dieselbe Richtung geht, weil er nochmal deutlich orientalischer ist, hat ein bisschen Rose mit drin, hat nicht ganz so dieses rein ledrig-süße, was ich bei Le Male persönlich immer rausrieche, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall mal anschauen. Ich denke, es ist ein super cheapy und einer der besten günstigen Düfte, die man sich holen kann. Schreibt sich Daresh, also D-A-R-E-J Porom und den Flakon habe ich euch an dieser Stelle auch gerne schon eingeblendet. Dann natürlich, wie immer, einer der beliebtesten Düfte immer noch bei euch und zwar der Creed Aventus. Es ist witzig, dass dieser Duft einfach nicht tot zu kriegen ist. Bei mir persönlich übrigens auch nicht. Ich hatte jetzt gestern auch schon wieder Lust, den zu tragen und habe den draufgehauen. Und es ist natürlich auch immer noch einer der besten und bekanntesten Nischendüfte, die es da draußen überhaupt gibt. Deshalb völlig verständlich, dass den so viele Leute von euch rocken. Natürlich gibt es dazu aber auch einige Alternativen. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen 2 gefunden, die mich persönlich absolut begeistert und abgeholt haben. Auf der einen Seite ist das der Imperium von Electimus Parfums. Ja, das ist eine britische Marke, die sich so ein bisschen an dem alten Rom orientieren von ihrer gesamten Markenansprache her. Ja, das heißt Imperium, das Römische Reich. An dieser Stelle ist auf jeden Fall eine der schönsten Aventus-Alternativen, wie ich persönlich finde. Und auf der anderen Seite darf dann natürlich auch der Roger Parfums Elysium nicht fehlen. Wohl nicht in der Parfum-Cologne-Variante, die mir persönlich immer viel zu schwach ist, sondern tatsächlich in der Parfum-Variante. Und vielleicht habt ihr ja den Euro über, euch dieses super, super teure Aventus-Alternativchen zu gönnen. Macht das gerne. Ich finde persönlich aber beide Düfte sehr, sehr gute Alternativen, weil sie eben einfach nochmal ein bisschen einen anderen Twist mit reinbringen. Dann als nächstes einer der beliebtesten Düfte von Tom Ford überhaupt und der beliebteste Tom Ford bei euch scheinbar, noch vor Woodwood und allen anderen, ist der Lost Cherry. Und wir alle wissen, dass ich persönlich da 2 Alternativen sehr, sehr gerne habe. Auf der einen Seite den Mandorle von Soradora, was ein französisches Nischenhaus ist. Dieser Duft geht eher ein bisschen in die Mandel-Marzipan-Richtung, hat aber, wie ich finde, eine sehr deutliche Kirschnote am Anfang. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Cherry Punk von Room 1015, auch eine französische Marke, die von der DNA her ein bisschen rauchiger ist als der originale Tom Ford Lost Cherry, der aber für mich persönlich einfach eine tolle Alternative zum Beispiel zu dem Cherry Smoke ist, der jetzt ganz neu rausgekommen ist und mit 300 Euro einfach extrem teuer für 50 Milliliter, für das, was drin ist zumindest. Und deshalb könnt ihr euch, finde ich persönlich, diese beiden Alternativen auf jeden Fall mal gönnen. Ich glaube, dass ihr da mit etwas weniger Geld sehr viel glücklicher werden könnt. Und ich werde euch natürlich die Links zu den Düften inklusive Rabattcode in der Beschreibung dann eben verlinken. Die letzten 3 Düfte werden definitiv auch nochmal spannend, denn wir haben hier einen richtigen Nischenkracher, den sehr viele Leute da draußen kennen und 2 sehr bekannte Düfte, die eher so in die mainstreamigere Richtung gehen. Und der Nischenkracher ist natürlich der Ganymede von Marc-Antoine Barrois. Ein sehr, 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 sehr beliebter Duft. Ich werde übrigens auch bald eine Haustour zu dem Haus drehen, euch alle Düfte einmal vorstellen. Aber Ganymede ist so einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste. Und übrigens ein ganz fantastischer Büroduft. Also wenn ihr irgendwie an die Möglichkeit kommt, diesen Duft zu testen, macht das bitte auf jeden Fall. Es ist einer der besten Düfte, die es da draußen gibt. Und da gibt es tatsächlich eine super günstige Alternative zu, wobei super günstig natürlich für Nische nur gilt. Das ist der Bois Imperial von Essential Parfums. Dieser Duft geht für 75 Euro die 100 Milliliter über die Ladentheke, was ich persönlich finde, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Er hält einfach bis übermorgen früh und er nimmt so die gleiche Machart wie der Ganymede, nur zieht sie ein bisschen in die holzige und vielleicht auch leicht frische, fruchtige Richtung. Ein super geiler Büroduft, für mich persönlich ein absolutes Must-Have, wenn man einen guten Büroduft sucht und außerdem einfach eine schöne Alternative zu dem etwas ledrigen und würzigeren Ganymede, falls ihr da Lust drauf habt in der ähnlichen Machart.
Und dann die letzten beiden Düfte sind zwei, wie gesagt, sehr bekannte Düfte. Das eine ist der Bentley for Men Intense. Wie ich persönlich finde, ein super, super, super krasser und starker dunkler Lederduft. Und da habe ich natürlich auch eine super Nischenalternative für euch. Und das ist der sogenannte Rien Intense Incense. Ein sehr intensiver, lederiger, dunkler, gummiartiger Weihrauchduft von einem französischen Nischenhaus, dessen Namen man einfach nicht aussprechen will, weil es einfach viel zu viel ist. Aber dieser Duft, kann ich euch sagen, Freunde, ist ein sehr, sehr, sehr starker und langanhaltender Beast-Mode-Duft, der wirklich so ein bisschen gummiartige Nuancen hat und deshalb finde ich, dem Bentley for Men Intense sehr ähnlich ist. Ne? Denn der Bentley for Men Intense ist einfach dieser extreme, dunkle Lederduft, finde ich persönlich auch tatsächlich fast schon ein bisschen zu viel. Aber falls ihr dazu eine Alternative im Nischenbereich sucht, auf jeden Fall mal reinschauen. Der Rien Intense Incense ist für mich persönlich einer der kreativsten, ausgefallensten Düfte, die man überhaupt tragen kann. Gut, und der letzte Duft ist natürlich verdientermaßen auch an dieser Stelle der Dior Sauvage Elixir. Da haben auch sehr viele Leute gesagt, dass sie den einfach sehr gerne tragen und da habe ich natürlich auch eine tolle Alternative für euch. Und das ist dann zum Beispiel der Dracon von Kärner, beziehungsweise wenn ihr auch wieder auf Roger Parfums zurückgreifen möchtet, dann natürlich der Roger Parfums Apex. Es wird dem Apex hin und wieder nachgesagt, dass der sehr ähnlich riecht zu dem Sauvage Elixir. Deshalb fand ich das ein bisschen zu offensichtlich, den zu nehmen. Aber auf der anderen Seite bekommt ihr mit dem Dracon von Kärner einen sehr, sehr schönen, gentlemanartigen und genauso dunklen Barbershop-ähnlichen Duft wie den Sauvage Elixir, nur eben mit einem etwas anderen Twist und einfach dieser Nischenqualität, die da mit drin steckt. Ich muss ganz ehrlich sagen an der Stelle, ich finde den Sauvage Elixir auch für das, was er macht, sehr, sehr gut. Also dafür, dass es ein Designerduft ist, finde ich das schon sehr crazy und es ist total verrückt, dass der so erfolgreich geworden ist. Aber falls ihr eine Alternative sucht, seid ihr mit dem Dracon auf jeden Fall super bedient und den habe ich ja auch vor einer ganzen Weile schon mal hier vorgestellt. Das waren jedenfalls meine 10 Alternativen zu beliebten Düften von euch. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und sind diese Düfte wirklich besser als das, was ihr gerade tragt? Sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.